Ich bin immer noch als Noob unterwegs und heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video, liebe Freunde. Wir werden heute wieder viel Spaß haben und was ich nochmal sagen wollte, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben abgeben. Das würde mich sehr freuen, wenn euch das Ganze gefällt oder sonst was. Ups, da bin ich weg und verschwunden. Oh, da bin ich ja wieder. Und ansonsten gerne auch mal auf den Abo-Button drücken, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kostenlos abonnieren. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hier sind wir gespawnt und haben wieder verschiedene Aufgaben bekommen. Allerdings wollen wir jetzt gar nicht um den heißen Brei drumherum reden, sondern direkt auf den Start-Button klicken. So, es geht los. Hier sind verschiedene Level und ich sag euch, wie man von Level zu Level kommt. Also wir können jetzt im Prinzip auch mit dem sechsten Level anfangen. Aber wir starten mit dem ersten und dieses heißt Forest, beziehungsweise Wald oder sonst was. Und wir müssen versuchen, ein Geheimnis, ein Secret zu finden, mit dem wir dann weiterkommen in, ja, versteckter Weise als Button sozusagen. Und wir haben hier ein kleines Häuschen. Gucken mal rein. Sieht nicht verdächtig aus. Ich habe mal reingeschnuppert in die Map und ja, ich habe gelesen, es soll nicht die schwierigste Map sein, aber auch nicht die einfachste. Ich habe gerade geguckt, aber irgendwie scheint hier nichts zu sein, auch nichts in den Truhen oder sonst was. Oh doch, da ist was. Eine Forest-Trophäe. Ah ja, stimmt, es gibt pro Level immer eine Trophäe, die man finden kann. Okay, das klingt doch gut. Jetzt gucken wir einfach mal in die Bäume. Irgendwo hier wird doch was sein. Da, oh, das sind Command-Blöcke und das kann tatsächlich sein. Ja, da ist ein Button. Okay, gut. War, wie ich schon gesagt habe, nicht so schwierig. Aber gut, es geht weiter mit dem zweiten Level. Und was noch auf uns zukommt wird, Leute, das wird auch ganz cool. Wir müssen gleich in eine Bank einbrechen. Ja, das müssen wir machen. Wie das Ganze dann aussehen wird, werdet ihr sehen. Aber wir müssen in eine Bank einbrechen und ja, die ist bewacht mit Kameras, mit sonstigem. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Ich drücke mal hier alle Buttons einmal. Weil kann ja sein, dass die uns ein bisschen trollen wollen oder so, ne? Aber sieht nicht so aus. Okay, hier kann man in das Haus reingehen. Man kann sogar hochgehen. Okay, man kann hochgehen. Und hier ist eine Trophäe. Eine moderne Trophäe. Eine Modern Trophy. Okay, geil. Dann gehen wir wieder runter. Es scheint nicht so Musik zu sein, als wäre hier irgendwo ein Button. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwo, habe ich die schon gedrückt, irgendwo einen Button finden. In die Lücke kommen wir nicht rein, ne? Aber da ist ein Button. Doch, man kann drüber springen. Okay, geil. Ey, das war wirklich der einzige Weg, den man noch hätte finden können und wir finden den einfach als allerletztes. Genau, und wir müssen auch jetzt aus einem Gefängnis ausbrechen. So, wir haben Key to get out of your cell. Okay, Cell, wir haben einen Schlüssel bekommen, mit dem wir raus können und natürlich unsere, ja, Verkleidung. Jetzt ist es ein Noob Beats im Gefängnis. Gut, aber wir haben hier direkt die Kiste, bevor ich rausgehe. Und wir haben noch einen Key bekommen. Okay, beide können platziert werden auf Stein. So, dann will ich jetzt erstmal hier raus. Jawohl, wir sind draußen. Wir haben geschafft, hier rauszukommen. Das war die Kiste. Okay, von hier hätte ich die auch öffnen können. Und hier ist noch eine. Das ist die Gefängnistrophäe. Die haben wir auch gefunden. Aber jetzt denke ich, muss ich die Tür hier aufmachen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und da wird jetzt ein Button sein, oder wie? Hier ist eine Kiste, hier ist nichts mehr drin. Button, Button, Button. Da! Da ist ein Button. Okay, nice. Direkt ins nächste Level. Alter, wir fuchsen uns hier durch wie was weiß ich was. Hier gibt es auch noch Bonus-Level, die wir am Ende noch spielen werden. Allerdings ist es erst erlaubt, dort reinzugehen, wenn man wirklich alles gefunden hat. Ich glaube, wir sind jetzt schon in Level 4, ne? Ich hoffe, ich werde nichts überspringen. Und das sieht schon sehr, sehr düster aus hier, das nächste Level. Aber gut, wir versuchen unser Bestes. Okay, hier führt uns so ein kleines Jump'n'Run weiter. Ja, ja, und hier ist eine Kiste. Und, okay, es ist nur die Trophäe, aber wir sammeln hier die Trophäen, Leute. Wir haben schon 4 Stück, genau, 4 Trophäen. Bis jetzt in jedem Level eine Trophäe gefunden. Und ansonsten müsste man mal schauen, wo was versteckt ist. Die Lava ist natürlich immer was, aber da gucke ich als letztes, weil da sterbe ich natürlich. Sonst gucke ich jetzt erstmal die ganzen Verstecke, wo irgendwas zu finden sein könnte, ohne dass man stirbt. Da könnte was sein. Kommt man da irgendwie hin? Hier kommt man runter, da geht man auch noch runter. LOL! Ist das richtig? Es ist richtig! Wir haben es wieder geschafft. Good job. So, solange da steht, ich habe einen guten Job gemacht, denke ich mal, haben wir das Level dann auch geschafft. 5. Level ist das nächste Level. Und jetzt kommt der Bankraub. Okay, also wir nehmen unsere Boom Machine. Die kann verschiedene Sachen abbauen. Zum Beispiel auch Sicherheitskameras oder sonst was, denke ich. Und wir haben ein Kostüm und ein Guide dazu. Okay, unser Kostüm ziehen wir jetzt an. Wir sind jetzt kein Gefängnistyp mehr, sondern wir sind, zack, eine Räuber. Wir müssen jetzt die Bank ausrauben. Hier kann man nirgendwo hin. Und gucken, dass wir nicht gefasst werden. Okay,
Police, die campt irgendwo und ich sollte lieber vorsichtig sein, bevor ich irgendwas mache. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Hier hinter vielleicht. Also diese Teile, kann ich die nicht abbauen? Nee. Nur bestimmt. Die Kameras? Doch, die Kameras kann ich abbauen. Das sind Sicherheitskameras, die müssen wir jetzt abbauen, damit wir nicht gefunden werden, beziehungsweise damit wir nicht nachverfolgt werden können. So, ist hier noch irgendwas? Nein, die Kiste. Oh, die Banktrophäe. Okay, geil. Also, wir haben schon 3 Kameras jetzt am Start. Die kann man auch abbauen. Okay, das sind aber... Das sind nur Aquarien. Okay, da wollen wir die... Oder? Das sieht so aus wie ein Aquarium. Ich will die netten Fische nicht stören und töten. Okay, und jetzt gehen wir hier durch und da ist schon die nächste Kamera, die... Was? Was? Wir sind gestorben! Okay, nächster Versuch. Wir haben übrigens noch eine Kamera vergessen. Scheiße. Gut, dann bauen wir die jetzt ab. Und jetzt müssen wir aufpassen. Warum sind wir gestorben? Die Kameras filmen uns. Wir müssen auf jeden Fall abbauen. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich gestorben bin. Hier sind verschiedene... Ja, Laser... Oh nein! Weil das Ding da drauf gefallen ist, bin ich gestorben. Das gibt's nicht. Also die Teile funktionieren quasi wie Laser. So, jetzt sammle ich das auf. Wunderbar. Es sind so, es ist halt wirklich so, als wären hier Laser versteckt. Ich kann aber drüber springen, oder? Ja. Okay, ich kann drüber springen. So, über die Laser drüber. Die dürfen uns nicht erwischen. Nein, sie haben uns wieder erwischt. Nächster Versuch. Okay, wir sind wieder hier. Wir haben zum Glück ein paar mehr Versuche. Okay, es sieht gut aus. Wir sind schon über 2 Laser rüber. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich will nicht nochmal sterben. Deswegen baue ich die Kamera erstmal noch nicht ab. Und, jawohl, okay. Gut, jetzt müssen wir die abbauen und direkt aufsammeln. Nicht, dass wir sterben. Jawohl, wir haben sie. Okay, wir haben sie. Die nächste Kamera hier auch nochmal. Und zack. So, jetzt geben wir hier den Code ein. Jawohl, Code eingegeben. Hier einmal rumgucken, ob hier noch was ist. Ne, hier ist nichts. Und somit öffnet sich das Tresor. Und wir haben hier die Möglichkeit, wunderbar, alles auszubeuten, ohne erwischt zu werden. Okay, aber ich sehe hier noch keinen Lösungsansatz, keinen Knopf, eventuell hier hinter. Irgendwie klicken und drücken und was weiß ich was. Es könnte klappen, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber es ist, irgendwo muss da ja ein Knopf sein. Ja, okay, wir haben es doch geschafft. So, gut. Holy shit. Nice. So, jetzt kommen wir ins letzte Level. Inside... Oh nein. Wir sind in einem Computer drin. Und ihr seht schon, es gibt hier 3 Milliarden Knöpfe. Was? Ja gut, dann probiere ich jetzt mal alle aus. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder, Leute. Beziehungsweise es läuft hier so 24 Stunden durch, bis ich dann auch irgendwas gefunden habe. Ey, das ist ja... Es ist so bitter. Und vor allem hier sind überall Command-Blöcke. Das heißt, es könnten alle Knöpfe sein. Dahinter könnte ja auch ein Command-Block sein. Holy crap. Hallo? Ah! Was? 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 Guter Job. Ich hab's geschafft. Ich bin gefinished. Nice! Alter, geil! Okay, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ins Bonus-Level zu gehen. Und es ist dunkel. Eine dunkle Farbe. Nee, ich mag's lieber im Hellen. Das ist mir angenehmer. Gut, okay, jetzt müssen wir hier wieder irgendwas finden. Gibt's hier irgendwelche Trophäen wieder? Oh, wir haben in der letzten gar keine Trophäe gefunden, ne? Scheiße, wir haben die erste Trophäe nicht gefunden, die Computer-Trophäe. Hier ist doch, ja, das ist die Pharma-Trophäe. Okay, geil. Das war aber auch relativ auffällig. Hier außen ist ein Jump'n'Run, vielleicht muss man da entlang. Ich schaue einfach mal, kann man hier, jawohl, hier kommt man hoch. Und dann kann man das Jump'n'Run auch schon starten. Die Kiste hatten wir gerade gelootet. So, Moment, man kann ja auch hoch, vielleicht ist das hier das Jump'n'Run nur so ein... Nee, okay, ich dachte, das wäre nur so fake, aber man kann hier komplett hoch. Okay, das ist gar kein Jump'n'Run so wirklich, man kommt hier einmal komplett rum. Also ist voll egal, hier ist nämlich überall gar nichts. Das Jump'n'Run brauchen wir gar nicht benutzen. Man kommt allerdings ins Käfig rein, so viel sehe ich schon mal. Ja, man kommt ins Käfig generell mal rein. Okay, gut. Dann springen wir mal hier hin. Springen rüber. Die Frage ist jetzt, sollen wir es versuchen oder nicht? Da sind wieder so Lücken, ne? Das ist auffällig. Läuft bei dir, Beats. Das war auch... Oh, nee, warte mal. Ich wollte gerade sagen, das ist auffällig, aber was ist damit? Das sind Knöpfe, aber die wirken rein... gar nichts, beziehungsweise da passiert halt nichts. Hier ist aber sonst auch nichts. Okay, sind hier noch irgendwelche Knöpfe drin versteckt, irgendwo hinter? Hier im Wasser, ja, ich hab's locker, oder? Nee, da ist auch nichts. Unter Wasser können gar keine Knöpfe sein, denke ich mal, oder? Das ist, glaube ich, nicht möglich in Minecraft. Okay, wir gehen mal einfach hier in dieses Stallding rein. Also hier ist schon mal nichts, wir können einen Huhn abwerfen. Und hier ist dann wieder irgendwas. Die Frage ist, wo genau? Ist das ein Command-Block? Das... Sieht komisch aus, ne? Ich weiß es nicht. So, Moment, vielleicht hier... Ja, da ist ein Knopf gewesen. Good job! Nice one! Wir haben, glaube ich, alles geschafft. Ah, ne, wir hatten noch eine Mission. Hier drin, in diesem Computer, muss irgendwo eine Kiste sein. Da ist sie. Ich hab's voll vergessen. Jawohl, wir haben die Computer-Trophäe auch. Sehr schön. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch das Boss-Level übrig.
Und das ist dieses hier. Das war eins von vielen oder von wenigen, meine ich, die ich mir schon angeschaut habe. Aber ich habe es nicht verstanden. Also, keine Ahnung, man muss hier irgendwie rumrennen. Man kann nichts erreichen. Hier ist überall nichts. Also, das kann man eigentlich schon direkt sehen. Hier sind auch keine Möglichkeiten, irgendwas zu verstecken. Die einzige Möglichkeit, man kann hier aber auch nicht außen rumlaufen. Ne, das geht auch nicht. Hier oben irgendwo an den Knöpfen, da scheint aber auch nicht zu sein. Oh, shit. Okay, hier kann man hier außen rum. Ne, kann man auch nicht, oder? Doch. Hä? Hier ist ein Geheim. Ja, doch. Hier ist eine Kiste. Und hier ist die nächste Trophäe. Geil. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trophäen gefunden. Das sind, glaube ich, alle. Und wir haben eine Eisenspitzhacke, mit der wir Ton abbauen können. Und dann ein Hinweis. Okay, wir lesen uns das mal durch. Ich muss ein paar Blöcke abbauen, um den Button zu finden. Und als kleiner Tipp, ich starte mit dem Buchstaben S. Ich bin grün. Also ich wachse irgendwie in Reihen oder so. Keine Ahnung, wovon die Rede ist. Vielleicht vom Laub oder so. Aber damit kann ich ja nur Ton abbauen, nichts anderes. Also das bringt mir jetzt rein gar nichts. Ich kann nur Ton abbauen, mehr auch. Oh mein Gott, mehr auch nicht. Ich kann hier, lol, hier sind die unsichtbaren Blöcke. Ich glaube aber, das sollte ich nicht machen. Mehr ist es auch nicht. Die Frage ist jetzt, also das ist ja alles kein Ton, vielleicht gefärbter Ton, aber da dann nur Ton steht, wird es auch nur Ton sein und kein gefärbter Ton. Hier gibt Beats mit der Maske auf, Leute. Ich habe jetzt so lange geguckt, probiert und so weiter, auch im Game Mode. Ich weiß zwar, wo der Knopf ist, aber nicht, wie man hinkommt. Von daher muss ich mich geschlagen geben. Schaut meine ganzen Trophäen an. Daumen nach oben, Leute. Euer Beats. Bis morgen.